Nur für wenige Tage im Jahr sind die Bachneunaugen in Flüssen und Bächen überhaupt zu sehen. Bis zu 7 Jahre dauert die Entwicklung als Larven im Gewässergrund. Ein einziges Mal kommen sie zusammen, um zu laichen. Wenn die Bachneunaugen im Frühjahr ein Stück Strom aufwärts ziehen, ist ihre Lebenszeit fast abgelaufen. Sie haben keinen Darm mehr, können nicht mehr fressen und haben nur noch begrenzte Zeit, um sich zu vermehren. Immer mehr Tiere sammeln sich an flach vom Wasser überströmten Fluss- und Bachbereichen. Mit ihren Körpern schlagen sie Laichgruben aus und mit dem Saugmaul entfernen sie kleine Steine. Das passiert auch schon mal mit vereinten Kräften. Nicht immer sind es so viele Bachneunaugen wie hier, die in einer Gruppenbalz mit dem Laichen beginnen. Dabei saugen sich die Männchen am Kopf der Weibchen fest. Fest umschlungen erfolgen die Paarungen und darauf die Abgabe winzig kleiner Eier, die von der Strömung davongetragen werden. Immer wieder und wieder der gleiche kraftraubende Akt. Danach sind die Körperreserven erschöpft, denn die Tiere können ja nicht mehr fressen. Sie sterben schließlich und hinterlassen eine neue Generation, die in einigen Jahren erneut aus dem Gewässergrund auftauchen wird, um dann ein einziges Mal für Nachkommen zu sorgen.